Ja, hallo zusammen. Neue Runde, neues Glück, Slay the Spire. Beim letzten Mal waren wir ja nicht so erfolgreich. Wir haben erst mit der Seherin gespielt und sind am Ende zweiter Akt gescheitert und dann haben es wir mit dem Eisernen probiert und sogar am Aktboss Nummer 1 Game Over gegangen sind wir. So, jetzt habe ich mir daraufhin überlegt, dadurch, dass die Videos im Moment so in Dreierpaketen rauskommen, werde ich jetzt nochmal mit dem Eisernen probieren. Dadurch, dass der letzte Run mit ihm so kurz war. Und mal schauen, was wir dieses Mal bekommen. Es geht ja wieder von vorne los. So, mein Startrelikt als Eiserner will ich eigentlich nicht verlieren. Diese 6 TP Heilung pro Runde sind schon ziemlich stark. Verliere dein gesamtes Gold, wir haben am Anfang noch nicht so viel, und wähle eine seltene farblose Karte. Diese seltene farblose Karte ist meistens mehr wert als 99 Gold. Schauen wir mal hier rein, wenn wir den Anfangstypi haben wollen. Oh, das ist aber ein harter Weg. Erst hier hätten wir eine Heilung. Und hier lauter Kämpfe. Ach komm, Challenge accepted. Wir verlieren unser Gold und kriegen Gold. Ja, und kriegen Gold. Wir sammeln Gold. Das ist eine Angriffskarte, die nicht erschöpft. Das heißt, du kannst dir für jeden Gegner Gold holen. Ja. Kannst den Schaden machen für 20, was nicht wenig ist. Also 20 Schaden. Das ist auch rein vom Angriff her nicht verkehrt. Und du kriegst jeweils 20 Gold geschenkt. Arm der Gier. Arm der Gier, genau. Und puff. 20 Gold plus 20. Und das, was wir nach dem Fight eh kriegen. Ein Wirbelwind. Ja. So. Ah, blöd. Wir nehmen das hier mit. Ist einfach mehr Schaden. Die Verwundbarkeit löst sich ja nach einer Runde wieder auf. So, nochmal ein bisschen Schaden. Wirbelwind machen wir jetzt nicht. Also ich warte auf Arm der Gier. Genau. Noch nicht dabei. Können das durchblocken. Fertig. Da ist sie. Puff. Und wieder Geld. Dankeschön. Was kriegen wir hier? Kinnhaken ist gut. Ah, kriegen gute Karten. Für den Start hier. So, den linken nehmen wir erst einmal. Nehmen wir den linken mit? Ja, wir müssen den linken. Nehmen wir den linken mit. Und kriegen ein bisschen Block. Kriegen ein bisschen Schaden. Nicht schlimm. Bisschen was wird ja auch geheilt. So. Und dann gehen wir über die Verwundbarkeit. Und ein bisschen Schaden. Das Arm der Gier wieder zündet. Hoho, ich mach mir hier die Taschen voll mit. Money, money, money. Komm, gimme. Noch nicht. Blocken wir weg. Ja. Verschleimt hier. Hey! Wo ist Arm der Gier? Da ist er. Da ist er ja. Da ist er ja. Uff. Money, money. Was kriegen wir? Gute Abwehrkarte. Erschöpfe eine Karte, ziehe 2. Ich nehme die Geisterrüstung. Viel Block, aber ich muss sie spielen. Sonst ist sie weg. Deine nächste Karte in diesem Zug wird zweimal gespielt.
Wir können ihn schwach und verwundbar machen und meine Geisterrüstung ziehen. Dann ist es schon mal komplett weggeblockt. So. Deine nächste Karte in diesem Zug wird zweimal gespielt. Uff. Und Money Money. Spiele die obersten drei Karten deines Nachziehstapels. Stärke. Die Stärke nimm mal mit. Das ist einfach grundsolide. Und sobald wir anfangen, Stärke zu bekommen, können wir auch anfangen, auf Ekstase theoretisch zu gehen. Die Karte, die uns unsere Stärke verdoppelt. So, dann müssen wir das hier spielen, sonst ist sie weg. Machen ihn schwach und verwundbar, blocken den Angriff komplett. Kriegen 22, warte mal, das sind dann... Langt nicht ganz, ne? Ne, langt nicht ganz. Jetzt reicht es, müssen wir einmal durchblocken. Unser Stapel wird gemischt. Na komm. Na komm. Na komm. Ah. Uff. Und Money Money. Jawohl. Und noch mehr Money Money. Noch mehr Stärke. Erzeuge eine Kopie einer Angriffskarte. Da könnte ich ja den Arm der Gier verdoppeln. Auf der anderen Seite blockiert es mich ja. Oder blockiert mich der auch? Wenn ich den verbessere, macht er 25 Schaden. Hm. Soll ich super gierig sein? Ach, ich nehme den 2. Das ist grundsätzlich ganz... Oh, hier können wir uns viel Geld rausholen. Oder ich mache sie... ...15 Schaden. ...18 Schaden. Der will blocken, das ist blöd. Hm. 13 Schaden, aber der genau weg. So. Und ich blocke ein bisschen Schaden weg. Weil dadurch, dass die genau 20 Leben haben, reicht ja meine Arm... Reicht ja mein Arm der Gier. Genau, um hier auch ein bisschen Geld rauszuholen. Genau. Für ihn hier. Die Geisterrüstung. Ich glaube, das war jetzt schlauer. Ich habe an den Wirbelwind vorher gedacht, um die ein bisschen auszudünnen. Aber da war ja nichts auszudünnen. So, er greift jetzt volle Lotte an. Passieren wir jetzt ein bisschen. Jetzt bereitet er sich wieder vor. Ich kann die Rüstung, den Schlag. Gut. Und beende. Jetzt ist er auch unter 20. Den nehmen wir dann zuerst raus, weil er greift nicht hart an. Oh. Können wir bloß wegblocken. Fertig. Ja, das müsste jetzt schon super unlucky sein. Wenn ich jetzt nicht meine
Da kommt er, genau. Zack. Nochmal Geld. Wegblocken. Greift immer nur für 4 an, der Gunst, der hier. Wütender Gremlin. So. Wieder blocken. Wieder blocken. Jawohl. So, was kriegen wir hier? Verliere immer zu Beginn deines Zuges ein TP und ziehe eine Karte. Kann beliebig oft verbessert werden. Ja, überspringe ich mal. Überzeugt mich jetzt nichts so wirklich. So, wir haben hier die Bratzen voll. Okay, die sind ein bisschen stärker. Spiele die obersten 3 Karten deines Nachziehstapels, machen wir mal. Schaden, Schaden, Schaden. Random. Dann können wir 20 Schaden machen. Der macht dann 15. Verwundbar. 20. Nochmal 20. Nehmen wir den hinteren raus. Nehmen wir den hinteren raus. Holen uns auch das Geld. Und spielen den Wirbelwind beide 5 Schaden. Das sind das 10 Schaden effektiv. So. Brauchen wir nicht. Und den Schaden hier kassieren wir jetzt bewusst. Einer von den beiden äußeren ist schon raus. Das halbiert einfach mal den ihren Schaden. Genau, da haben wir hier den Block. Hier die Stärke. Und hier auf unter 20. Genau. Da wollen wir hin. Unter 20 Leben. Für meinen gierigen Arm. Nicht dabei. Ich kann ein bisschen was blocken. Haben wir hier noch irgend... kann man spielen. Da. Und dann 15 Schaden, dann ist der auch auf unter 20. Gut. Und kassieren jetzt 4. Gut, 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 gut. 8, 16. Nehmen wir jetzt raus. Der Schaden ist mir jetzt nicht so wert. Für die 20 Gold. Ja, schade. Ne, ist es mir nicht wert. Es ist mir nicht wert. Oh, Tasche der Vorbereitung. Jeder Kampf beginnt 2 Karten mehr. Nice. Toben. Toben nehmen wir mit. Toben klingt gut. Ja, sind ja super rechts durchgekommen. Verbessere eine. Hallo. Ja, nehmen wir. Wären wir begierig. Dankeschön. Murmelsack, wende zu Beginn jedes Kampfes ein Verwundbar auf alle Gegner. Super stark in Verbindung mit Wirbelwind. Alle Gegner verwundbar, alle Gegner angreifen. So kleine fallen dann oft gleich tot um. Voll gut. So, eine Karte mehr. Dankeschön. Der ist verwundbar. So, mache ich das jetzt gleich. 7.
21 reicht nicht. Dann können wir uns auch ein bisschen stärker machen, uns blocken und nochmal blocken. Fertig. Die Verwundbarkeit konnte ich jetzt nicht nutzen, aber die zwei Stärke habe ich jetzt schon drauf. Jetzt macht er irgendwas. Schauen wir mal. Haben wir hier so viele Angriffe? Ja, tatsächlich. Oh ja, tatsächlich. Die Verwundbarkeit hält jetzt noch eine Runde. Puff, puff. Macht mich gebrechlich. Macht meinem Angriff aber keinen Abbruch. 15. Da ist so rum besser. 15. Zack. Und zack. Oh, auf 6 Leben runter. Nice. Muss ich tatsächlich ihn hier rausnehmen? Die Schaden will ich nicht kassieren. So, die zwei Schaden kassiere ich jetzt schon. Zack, zack. So. Füge alle Gegnern Schaden zu. Passt ganz gut zum Murmelsack. Oder durchdrehen. Durchdrehen passt auch gut zum Wirbelwind. Und das würde mir jetzt besser taugen als die andere. Dann brauche ich ja nur. Ja. Easy. Niederreißen. Ne. So, will ich was upgraden? Ne, ich will zum Händler. Ich will zum Händler. Alle verwundbar. Der greift an für. So. Und. So. Und so. Genau. Haben wir es komplett geblockt? So. Block, block. Ja, Ende. Der hinten macht sich noch stärker, aber mein gieriger Arm kommt gleich. Kann er sich stark machen, wie er will. Boah. Aufpumpte Made. Tschüss. Gib mir Geld! So, der macht nix. Machen wir auch nix. Friedensabkommen. Speichelnetz. Und zack. So, jetzt sind wir. Oh, ein Erholungstrakt. Nice. Und. Wenn deine Karte erschöpft, erhalte Block. Nö. Ah. Hello there. 19. Also die spiele ich auf jeden Fall. Dann sind es 3. Ich will den rechten dann als erstes raus haben. Ah, das war jetzt gut. Jawohl. So, den rechten zuerst raus. Genau, nämlich mit. Moment. Machen wir das. Ne, der fällt dann nicht um. Aber der fällt dann um. So, und dann. Zack. Okay. Das
Durchdrehen kostet ja auch noch eine Mana. Wenn ich die verbessere, kostet sie 0, genau. So, da la. Dann können wir jetzt hier auch auf den gierigen Arm nochmal gehen. Pumpt sich auf. Greift mich an. Für 9. Kann man raus. So, da ist die Barrikade. Dein Block verfällt nicht mehr. Nimm mal die mit. Die Barrikade. Dein Block verfällt nicht mehr. Die Mitgliedskarte, jawohl! Mitgliedskarte macht alle Produkte im Shop 50% billiger. Ab sofort, ne? Das ist echt krass. So, hier haben wir die verdoppelt deine Stärke. Und wenn wir die Karte verbessern, dann ist sie nicht mehr erschöpft. Nehmen wir mit. Dann die maximalen TP. Immer wenn du 10 Angriffe spielst, erhalte einen Mana. Auch gut. Wir können uns ja hier voll bedienen. Ja, kostet ja nichts. 126. Nehmen wir auch noch mit. Dann, immer wenn du einen Debuff auf einen Gegner anwendest, erleidet er Schaden. Haben wir so viel Debuff? Ich bräuchte eher noch irgendwas mit Block. Ah, Hammer-It. Und noch eine Karte entfernen. So einen kleinen dappigen Schlag. So. Und dafür einen Kinnhaken dazu. Ja, der kostet nix. 17. Okay. Ja, hat sie ja voll rentiert. So, und jetzt, genau, den hier verbessern, damit er nicht mehr erschöpft ist. Genau. Dann verschwindet die hier nicht mehr. Gut. Unsere Barrikade bringt noch nicht viel. So, wir können aber hier jetzt schon mal die Stärke setzen und uns schon mal das Ganze verdoppeln. Dann haben wir schon mal 4. Und dann kommt sie wieder und dann haben wir 8 und immer doppelt, immer doppelt, immer doppelt. Nice. Okay, und nach dem 10. Angriff erhalten wir auch ein Mana. 90 maximale Leben, ist alles schick, alles super. So, wir können ihn verwundbar machen. Nee, machen wir lieber so. Dann kriegen wir ihn nämlich... Jawohl, sehr schön. In den Defensivmodus. So, 9. Na, easy block. Die 3 Schaden nehme ich jetzt mit für die 29 Schaden auf ihn. Zwei gehen durch. Okay. So, nochmal Block, Block. Jawohl, da ist ein Block. Wir können ihn schwach machen. Wir können aber auch toben. Na, wir machen ihn schwach. Genau. Kriegen ein bisschen Schaden ab. Aber mein Leben ist auch hier noch sehr stabil. So, wir können die Stärke wieder verdoppeln. Jetzt haben wir schon 8. 4 mal 5, 20. Wie viel Schaden müssen wir auf ihn machen? 26.
Komm mal runter auf 51. Er ist verwundbar. Kriegen wir jetzt locker raus. Die Barrikade. Bringt uns die was? Die spielen wir jetzt mal, einfach damit sie weg ist. Und spielen die Erholung. Spielen die Erholung noch. Na? Wird man da auch kein großes Risiko eingehen. Die Barrikade ist jetzt online. 32. Ja, kriegen wir easy raus. Oder? Die Geisterrüstung nicht verlieren wollen. Die werden wir jetzt verlieren. Nee. Hä? Habe ich falsch gerechnet? Dann ziehe ich die, damit ich sie nicht verliere. So. Die Ekstase. Schon 16 Schaden. Stärke. Den Block haben wir noch. Haben wir nicht verloren. Gut. So, 2x8. Können wir blocken. Halt ein bisschen. Und einmal reingrätschen. So, nochmal reingrätschen. Den Schaden kassieren wir. Genau. Und dann müssten wir ihn jetzt kriegen. Jawohl. Mit der nochmal doppelten Ekstase. So, dann macht das jetzt schon 45 Schaden. Wir kriegen noch einen Mana zurück. Arm der Gier. 3x4 ist 12. Ah ja, komm. Können wir abwarten. Süß. So, Arm der Gier. Dankeschön. Jawohl, läuft gut. Und hier kriegen wir noch eine Barrikade. Füge allen Gegnern Schaden zu und heile dich. Immer wenn du einen Block erhältst, füge einem zufälligen Gegner Schaden zu. Da bräuchte ich halt jetzt unbedingt noch Wut. Wut wäre so wichtig. Im Moment bin ich hauptsächlich auf Angriff hier. So viele Blockkarten habe ich noch nicht. Ich könnte, wartet mal, Schnitter über die Stärke, heile um die TP, die verloren. Wenn ich dann die Stärke habe, versteht er? Oder Moloch. Ich gehe über einen Schnitter. Da ich mir ja die Stärke immer auf... Was ist das denn? Immer wenn du TP verlierst, ziehe eine Karte. Fluch. Entferne beim Aufheben 2 Karten aus deinem Deck. Nee, ich brauche schon irgendwie Mana. Ich brauche schon Mana. Energie. Mach das mit dem Fluch. Genau. Wir haben jetzt eine Energie mehr, aber immer wenn du eine Truhe öffnest außer Boss-Truhen, nimm einen Fluch. Aber dadurch, dass wir ziemlich viel Geld kriegen, können wir die ja easy entfernen lassen bei den Händlern. Der Gier plus Mitgliedskarte. Kriegen wir die Flüche wieder gut weg. Ja, Leute, dieser Run läuft viel geschmeidiger als der letzte, jetzt mit dem Eisernen, wo wir nicht so weit kamen. Und ich bin gespannt, wie weit es geht. Halt über Gold und Stärke. Die Barrikade ist noch ziemlich sinnlos und jetzt haben wir uns den Schnitter noch geholt. Mal gucken, wir sind ziemlich offensiv unterwegs. Und jetzt können wir hier über die Stärke auch uns Leben zurückholen. Eventuell. Mal schauen, wie es läuft. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und oder Kommentar. Und in der nächsten Runde, zweiter Akt, schauen wir, wie weit uns noch treibt. Ein paar Schlüsselteile brauchen wir aber. Wenn ihr wollt, wieder zusammen. Bis denn.